Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen kleinen Opening. Und zwar machen wir heute mal aus meinem wunderschönen Display, das ich aufgemacht habe, hier 8 Booster auf. Es wird auch noch einen zweiten Teil geben, wo wir nochmal 8 Booster aufmachen werden. Und den Rest habe ich tatsächlich privat schon aufgemacht, einfach weil ich in den nächsten Tagen auf einen Draft wollte. Oder besser gesagt, ich habe das Ganze, wenn ihr das jetzt hier seht, tatsächlich war ich auch schon auf einem Standardturnier. Hab da ein bisschen gespielt und davon möchte ich euch dann aber jetzt mal wann anders erzählen. Ich zeige euch dann tatsächlich auch mal das Deck, das ich gespielt habe. Das war sehr, sehr interessant und da habe ich halt ein paar Karten gebraucht, weshalb ich schon die Hälfte tatsächlich aufgemacht habe. So, wir machen heute also 8 Booster auf, werden dann tatsächlich ein bisschen über die Karten reden und einfach mal gucken, was wir Schönes rausziehen. Tatsächlich habe ich aus dem Booster schon ein, zwei gute Karten rausgezogen. Ich hoffe, das wird so bleiben tatsächlich. Wir haben den Water Rap Weaver, den Knight, March of the Drowned, Queen's Commission, Colossal Dreadmaw, Siren Lookout, Storm Sculptor, Demolish, Ixalis Keeper, Raptor Companion und wir kommen schon zu den Ankommen. Was habe ich da für einen schwarzen Fleck auf dem Finger? Rallying Roar, relativ cool. Oh, da ist der grüne Dude, den ich für mein Dino-Deck noch brauche. Sehr, sehr gute Karte. Wir können ihn tappen für ein Mana. Und solange wir einen Dinosaurier kontrollieren, ist er 3-3. Richtig guter Dude, Leute. Würde ich auf jeden Fall in jedem Dino-Deck spielen. Deadeye Quartermaster finde ich jetzt tatsächlich nicht so gut. Und unsere Rare ist Axis of Mortality. Die Karte habe ich tatsächlich schon mal gezogen gehabt. Ich finde sie jetzt nicht so cool, sie ist vielleicht im Commander ganz nett, aber ansonsten nicht so optimal. Dann haben wir hier noch ein Legion's Landing, ich sehe es hier gerade in Legion's Landing, hier so zwei wunderschöne Tokens. Ich finde es interessant, gab es das schon die letzten Editionen eigentlich immer, dass man hier so tokenmäßig eher zwei Tokens kriegt oder das ist halt, sonst immer war es doch glaube ich immer ein Land und ein Token. Wir haben hier den Pyromancer, erneut Deacon, Allegiance Judgment, Jade Guardian, jetzt muss ich mal gucken, dass es hier nicht umgeht, Run Aground haben wir tatsächlich in Folge ja schon gezogen hier an der Stelle, muss ich mal ganz kurz sagen, der Raptor, Crushing Canopy, Headwaters, Hijack, Deep Root Warrior, Snapping Sailback ist unsere erste Ankommen, Emissary of Sunrise ist unsere zweite Ankommen und The Lurking Chupacabra ist unsere dritte und unsere Rare ist, schade, kein Planeswalker, aber es ist, oh, Legion's Landing Nummer 2, sehr, sehr gut. Falls ihr noch nicht das Fatpack Opening geguckt habt, guckt euch das auf jeden Fall an, da haben wir auch eine gezogen. Sehr, sehr gute Karte hier, Flipped in Adenton the First Fort, können wir trotzdem für weißes Mana tappen und für 3 Mana eine 1-1er Vampire Creature, ein 1-1er Vampire Creature Token machen. Sehr, sehr gute Ausbeute bis jetzt erstmal. Zwei Karten, die playable sind, obwohl eine Karte, die playable ist. Und eine Karte, die ich vielleicht tatsächlich in meinen Commander reinbaue, weiß ich noch nicht. Die Buccaneers, Sky March Bloodletter, der Knight, Ancient Bromtodon, Shorekeeper, Cancel, sehr, sehr gute Counterspell. Die Brood, Sentinel, Raptor Companion, der Hatchling, finde ich eine sehr, sehr gute Karte, würde ich auf jeden Fall spielen im Dinosaurier-Deck. Kann ich euch nur empfehlen. Dann haben wir den Azokan Archer. Finde ich auch eigentlich eine relativ coole Karte. Er hat halt Reach, ist ein 1-4er und kann halt relativ gut Sachen blocken. Enters the Battlefield, you may have Fight. Und er hat halt so einen eingebauten Fight-Trigger. Das ist eigentlich auch immer ganz angenehm. Aber müssen wir mal gucken, ob man ihn wirklich hier spielen kann. Oh, Shapers of Nature. Tatsächlich im Draft eine sehr, sehr gute Karte, wie ich finde, aber im Rank, sage ich schon, hier vom Hearthstone und sowas, aber ich denke tatsächlich, dass sie auch selbst im Merfolk-Decks hier nicht wirklich play sieht. Sie ist beim 3-Mana, 3-3 und man kann halt ein wenig Mana in sie reincasten, aber die Sachen sind einfach zu teuer, Leute. Die Sachen sind einfach zu teuer. Unsere Rare ist kein Planeswalker, aber ich kann dir schon mal an der Stelle sagen, ich denke tatsächlich, dass hier eine Foil drin ist. Mal gucken, was das sein wird oder ob ich überhaupt recht habe. Wir haben Entrancing Melody, Doppelblau und X, Gain Control of Target Creature with Converted Mana X. Ja, ist tatsächlich okay. Und unsere
Fall? Ist es ein Fall Swamp? Nee, fühlt sich das. Ah, nee, wir haben auf jeden Fall eine Fall. Ich habe mich da nicht vertan. Es ist der Goblin. Discard a card, draw a card. Ja, der ist tatsächlich. Es ist so ähnlich wie der Mad Dude aus Innistrad. Wer den noch kennt, der war ja tatsächlich auch ganz okay. Man hat ihn eine Zeit lang im Vampir-Deck gespielt, im Madness-Vampir-Deck. Aber dann hat man ihn eigentlich auch nicht mehr gesehen. Deacon, Legion's Judgment, Jade Guardian, Runaground, dann hier dieser komische Kelch, der Raptor Companion, mein Jungle Delver Nummer 4, den ich hier brauche. Dire Fleet Hoarder finde ich eigentlich auch eine ganz coole Karte, wenn er stirbt, kriegen wir einen Mana, also so eine Treasure. Bishop of Bloodstained, ja, ist okay. Sie ist auf jeden Fall eine coole Karte, also der Kumenans Speaker spielt man auf jeden Fall im Aggro-Deck vom Merfolk, also grün-blau Merfolk Aggro. Finde ich ganz cool, weil er halt einfach, weil wir eigentlich immer eigentlich ein Island kontrollieren oder halt einen anderen Merfolk. Das heißt also, er ist automatisch immer 2-2. Sehr, sehr gute Karte. Spielt man auch auf jeden Fall viermal. Und unsere Rare ist Dreamcaller Siren. Eine relativ coole Karte, ist auch ein Pirat. Kann man für 4 Mana reinflashen und Kreaturen vom Gegner tappen, solange wir einen anderen Piraten kontrollieren. Finde ich relativ gut. Kann man auf jeden Fall spielen, ist halt ein 3-3er mit fliegend, aber die Effekte von ihr sind halt relativ stark. Ein Island noch und ein Dinosaurier. Ihr merkt schon, ich gehe hier ein wenig schneller durch die Booster durch, einfach weil wir halt schon sehr, sehr vieles im Fatpack einfach aufgemacht haben und gesehen haben. Da müssen wir eigentlich gar nicht mehr so viel über die ganzen Sachen reden, nur noch eigentlich über die wichtigen Sachen, die halt auch wirklich spielbar sind und auf jeden Fall auch gespielt werden. Habe ich tatsächlich jetzt noch gar keine Karte gesehen. Okay, Emergent Growth finde ich tatsächlich ist eine sehr, sehr schlechte Sache, einfach weil es so viel kostet. Der Charging Monstrosaur. Über ihn möchte ich tatsächlich noch reden. Er ist 5 Mana, 5-5 Trample Haste. Er ist die ultimative Value-Bombe im Draft. Kann man tatsächlich auch in dem Budget-Deck spielen, einfach weil er ist halt für 5 Mana kann er dem Gegner direkt 5 Schaden höchstens 5 Schaden schlagen. Und das ist halt schon gut, Leute. Besonders weil er halt Haste hat, kann er direkt starten. Finde ich relativ coole Karte, könnte man auch auf jeden Fall spielen. Glorifier of Dusk. Ja, finde ich tatsächlich nicht so cool. Und unsere Rare ist Ashes of Abhorrent. Haben wir tatsächlich auch schon im Fatpack aufgemacht. Ist ein Enchantment. Wenn es rauskommt für 2 Mana, ist eigentlich relativ okay. Players can't cast spells from graveyards or activate abilities of cards in graveyards. Das ist schon eine ganz coole Sache. Es wird wahrscheinlich im Commander mehr gespielt werden, die Karte. Und ja, ich habe auch schon gesagt, sie wird vielleicht, also im Fatpack-Video habe ich gesagt, sie wird vielleicht in andere Formate übergehen. Tatsächlich meine ich damit Commander oder halt ein Sideboard von mir aus im Modern. Wer weiß, wie die dann noch gespielt wird. Weil es ist halt relativ praktisch, wenn man Friedhof-Sachen denyen kann, muss man halt einfach sagen, das ist schon relativ gut. Looming Altiosaur ist tatsächlich der Dinosaurier, der hat 1-7, nicht 0-7, über den ich schon gesprochen habe, mit dem Ankommen-Dude, der die Kreaturen mit der Toughness angreifen lässt, ist der tatsächlich sehr, sehr gut. Noch ein Jungle Delver, das ist gut, das ist jetzt Nummer 5 tatsächlich, den ich habe. Duskbore Sky Marcher. Vampire Cleric finde ich eigentlich relativ gut, er ist halt 1 Mana, 1-1, fliegend, was eigentlich nicht schlecht ist. Und Target Attacking Vampire gets +1/+1 until end of turn. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, kann man im Vampir-Deck spielen. Tempest Call ist auch relativ cool, weil man halt alle Kreaturen des Gegners tappen kann. War im Draft super, super value-mäßig unterwegs. Predator's Voyage, dazu kann ich tatsächlich ein bisschen was erzählen. 2 Mana, Return Target Non-Land Permanent. You don't control to its owner's hand. Its converted mana cost was 2 or less, scry 2. Und jetzt, wenn ihr euch das Artwork mal genauer anguckt, da sieht man die gute Vraska drauf, wie sie hier sich über einen Wasserfall beugt, wo der Chase gerade runterfällt. Das ist nämlich so ein bisschen Lore hier wieder, die man wunderschön hier in der Karte sieht. Und ja, es wird gemunkelt, dass die zwei hier, dass Vraska hier so halt auf ihn steht. Aber ja, ich will nicht die Story spoilern tatsächlich. Wenn euch die Story interessiert, guckt mal auf jeden Fall nach, die ist echt cool dieses Mal. Und unsere Rare ist Sword Point Diplomacy. Diplomacy haben wir tatsächlich schon gezogen gehabt. Schwarz und 2 generische. Reveal the top 3 cards of your library. For each of those cards, put that card into your hand unless any opponent pays 3 life. Then exile the rest. Das ist tatsächlich eine relativ coole Karte, wenn man irgendwie einen Gegner irgendwie finishen muss oder sowas.
Aber ich denke nicht, dass sie irgendwo Play sehen wird, weil sie halt einfach zu teuer ist, wenn ich ehrlich bin. So, wir fangen also an wieder mit dem Boon. Deaths of Desire, Unfriendly Fire, Queen's Agent, Vampire Seal, Blossom Dryad, Blinding Fog, Sunrise Seeker, Spreading Rot, Karten zusammenrücken, Cobbled Wings. Wir haben nochmal einen Hatchling. Oh, es heißt Storm's Tamer. Sehr, sehr coole Karte. Ein blaues 1-1 und hat Fliegen, schon mal ultra, ultra gut. Und wir können sie sacken, also hier sie opfern. Und einen Spell oder eine Ability Count, die eine Kreatur von uns targeten würde. Super gut. Und dazu ist halt auch noch ein Pirate und ein Wizard. Sehr, sehr gute Karte. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Imperial Aerosaur und... Ah, wohl die schlechteste Mythic, die man in diesem Display ziehen kann. Und zwar ist es der Boneyard Parley. Doppelschwarz 5 generische Exile up to 5 target creature cards from graveyards. An opponent separates those cards in 2 piles. Put all cards from the pile of your choice onto the battlefield under your control and the rest into their owner's graveyard. Könnte man vielleicht im Commander spielen, aber ansonsten denke ich tatsächlich, dass diese Karte nicht wirklich irgendwo Play sehen wird. Dafür ist sie einfach viel zu teuer. Und ja. Letztes Booster für diese Folge hier. Wir haben ein Opt. Sehr, sehr gute Karte auf jeden Fall. Wird man auf jeden Fall sehen. Oh, warte mal. So, warum würde ich da weitermachen? Direfleet, Paladin, Jade Guard, Crushing Canopy, der Skull Dude, Swashbuckling, Commune with Dinosaur. Sehr, sehr gute Karte, die man in einem Dinosaurier-Deck spielen kann. Die Brood Waters. Coole Karte für ein Merfolk-Deck. Heartless Pillager, Pillage. Ja, ist tatsächlich, das sind tatsächlich schon die Uncommons, liebe Leute. Das sind tatsächlich schon die Uncommons. Dead Eye Plunderer und unsere Rare ist... Oh, Search for Ascanta. Sehr, sehr gute Karte tatsächlich. Legendary Enchantment. Also wir haben at the beginning of your upkeep, look at the top card of your library. You may put it into your graveyard. Then, if you have 7 or more cards in your graveyard, transform it. Und wenn sie transformed wird, ist es halt dann The Sunken Ruin. Wir können sie tappen für ein blaues, also ist hier sehr, sehr gute Ramp tatsächlich. Look at the top 4 cards of your, also für 3 Mana können wir sie tappen und dann look at the top 4 cards of your library. You may reveal a non-creature, non-land card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library. Tatsächlich sehr, sehr starke Karte, wird auf jeden Fall Play sehen, meiner Meinung nach. Ist auch wahrscheinlich gerade im Ding schon relativ schnell. Wir haben tatsächlich noch eine Foil, wieder rot, Trash. Thrash of Raptors und zwei Dinge. Nochmal eine Foil. Es wäre cool gewesen, eine bessere Foil hier zu ziehen, aber naja. As long as you control another dinosaur, Thrash of Raptors gets +2/+0 and trample. Ist tatsächlich gar nicht so die schlechteste Karte. Ja, liebe Leute, das war das erste Video hier zum Thema. Hier zum Thema Magic. Entschuldigung, da bin ich gerade gegen die Kamera gekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal dann. Türelü.